Und damit seid gegrüßt, meine Zwerge, Gnome, Hobbits und Edeldon zu einem neuen Part. Mario 3D Land mit dem Zwergenfürst. Im letzten Part haben wir die letzten Level Welt S3, 1, 2 und 3 gemacht. Das klingt ulkig, aber wir haben es gemacht. Und heute springen wir direkt mal hier in die S3 Box. Auf geht's, würde ich sagen. Hauruck. Wieso Hauruck? Ach, egal. Zack, zack, zack. Er gibt mir eine Starkcoin. Eine Starkcoin. Ja, genau. Beginnt schon hier so im Satz. Ja, beginnt schon am Anfang des Parts schon sowas. Das kann ja nichts werden. Okay, was haben wir hier? Ein neues Level. Level 3, 4. Also Welt 3, Level 4. Oha. Ein Bumerang, Bruder. Und da ist er weg und hat mich klein gemacht. Ja. Was soll man dazu sagen? Passiert. Komfort. Okay. Hier weiter. Huh. Nicht gekillt werden. Nein, das wäre deskonstruktiv. Stacheln. Ah. Und da war es vorbei um ihn. Um den Mario. Ach, diese Zacken hier, die sind auch wirklich bescheuert. Bescheuert. Bekloppt. Ja. Ha, bloß nicht von den Bumerangens getroffen werden. Ja, schön. Wisst ihr, was ich noch lustiger finde? Das ist noch lange nicht alles. Wenn wir hier raus sind, aus der Stachelzone hier, geht es bestimmt schon weiter mit dem nächsten, mit der nächsten Schwierigkeit. Das war noch lange nicht alles. Und die Checkpoint Flagge. Aber ja, dann ist noch nicht mal ansatzweise die Hälfte vom Schwierigkeitsgrad her. Bekanntlicherweise kommt Schwierigkeit ja erst nach der Checkpoint-Fahne. Ja, davor ist noch nichts sehr Großes. Au, Kacke, wie kommt man denn jetzt daran? So kommt man daran. Ja, so schwer war es gar nicht. Sah nur schwer aus. War es gar nicht. War gar nicht schwierig. So, den will ich auch noch besiegen. Die Herausforderung. Ich liebe die Herausforderung. Und da gibt es eine Bumerangblume. Die nehme ich doch gerne an. Die schützt mich zumindest vor sofortigen Treffern, die mich in dem Fall getötet hätten jetzt, weil ich ja klein war. Das wäre tragisch gewesen. Und jetzt bin ich tot. Die dritte Starcoin hatte ich schon, aber ja, bringt mir nichts. Der Checkpoint ist nur zur ersten Starcoin die Sicherung. Alle anderen Starcoins muss ich nochmal holen, wohl oder übel. Aber ich weiß jetzt, dass der eine von denen, einer von den Fratzers hier, eine Bumerangblume hat. Die hole ich mir ab. Und zwar der hat eine Bumerangblume. Die nehme ich mir, die hole ich mir, die greife ich mir. Und weiter hier. Müssen wir aufpassen hier. Ah, ich sagte aufpassen. Aufpassen. Attenzione. Naja. Könnte besser. Ist da hinten noch was? Nein, da ist nichts. Hoffentlich ist das Ziel. Wir haben alle drei Starcoins. Es könnte mal kommen, das Ziel. Och, nö. Das habe ich jetzt noch gebraucht. Oh, vor der Zielfahne. One up. Und die goldene Fahne. Holla. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es gemacht. Mit Bravour bestanden dieses Level. Speichervorgang. Perfekt. Das nächste bitte. Spezialwelt 3.5. Diese Musikplatten schon wieder. Rhythmus-Spiel. Yay. Von Rhythmus-Spielen bin ich ja sowieso ein großer Fan. Das wisst ihr. Aus Wolf in Paradise Megamix. Die mag ich ja besonders gern.
Für die keine Ironie verstehen. Ja, Pech gehabt. Das war gerade ein solches ironischer Satz. Ein solches ironischer Satz in mir. Ein solcher. Man muss auch ein bisschen Grammatik können in der deutschen Sprache. Ein klein wenig. Da war doch was. Da oben ist doch unbedingt was drauf. Garantiert ist da oben eine Sternmünze drauf. Nein, nicht. Hier ist die Starcoin. Starcoin. Ah, da kann ja auch auf mich drauf fallen. Da habe ich die Starcoin. Ich hab sie. Dann springen wir hier rum. Och nein, und dann auch noch diese Musikfelder. Und dann dieser Block hier. Oh, der ist noch verhindert. Mann, gibt's hier heute auch nicht. Mei. So. Ja, das erste Hindernis haben wir überwunden. Ein Checkpoint wäre mir an dieser Stelle ganz lieb. Könnte man lieber zwei einbauen in das Level. Lieber eine mehr. Lieber eine Flagge mehr. Eine Checkpoint, aber die kommt gleich. Hinter der Tür dort hinten wahrscheinlich. Weil hier ist die erste Starcoin, das heißt, die Flagge ist auch nicht weit. Nee, kann nicht weit sein. Hui. Hier mit den drei Dimensionen spielen. Und weiter hier. Och, Mensch. Zweimal dasselbe. Gibt es doch nicht. Nein. Und Game Over oder was? Oh, shit. Den Hals nochmal. Und try it easy. Versuch ich nochmals. So, try it hardy. Ich nicht Englisch sprechen können. Ich das schon gesagt. Der Hüpfer hier. Steinhüpfer. Hab's jetzt einfach mal umbenannt. Der ist ein garantiert nicht Steinhüpfer. Nee. Das kann ich euch versprechen. Na komm, hops. Ich wollte gerade sagen, diesmal schaffst du es. Ich sollte es einfach mal nicht denken. Der Gedanke daran ist zu schaffen. Ja, das Universum hat was gegen mich. Das ist einfach. Das macht's einfach mir unmöglich. Wenn ich es unbedingt schaffen will, dann kriege ich das doch niemals hin. Okay, schön dran denken. Ist mir egal, ist mir scheißegal, ob ich das jetzt schaffe. Ja. Ist ein Negativbeispiel. Kennt ihr das? Negativbeispiele. Ich mach das vor, wie man es nicht machen soll. Ja, Zweigi, schöne Ausrede. Oh, ich bin drüber. Oh, und jetzt hier nicht fehlen. Natürlich. Oh, ich dachte, ich fehle hier gleich. Wie komme ich denn da rüber? Oh, ich hab's geschafft. Geil, Omat. So, check the point. Oh, erstmal durchschnaufen. Eine Sekunde. Und weiter hier. Ah, dann kommt ein... Mann. Und schon der nächste Fail. Wenn wir Game Over bringt die Fahne hier relativ wenig. Beobachten. Okay, der blaue kommt und danach kommt der gelbe. Hua! Und dann bin ich glatt durchgefallen. Okay, noch einmal fällen dürfen wir, dann sind wir Game Over. Dürfen tun wir es nicht. Oh fuck, spring mit Anlauf auf das Gelbe. Wenn das Blau aktiviert ist. Und hit, Rhino! Joa, Shift happens. Ich will nicht mehr. Ich will ins nächste Level hier. Komm.
ich dieses Level doch endlich mal abschließen. Ich muss auch noch ins nächste Level. Muss ja auch noch mal diesen Part schaffen. Komm schon. Obwohl ja eigentlich ist das mit einem berechnet. Dass man mal irgendwie berechnet wird, nicht mit R geschrieben. Ist eigentlich mit eingerechnet, dass die Partlänge auch durch Fails beeinflusst wird. Ohne Fails, habt ihr das schon mal bemerkt, müsst ihr mal irgendwie umrechnen. Ohne Fails, wenn ich das beim ersten Versuch schaffen würde, wäre der Part ziemlich kurz. Aber da ich doch mir einige Fails leiste und ständig durch Türen gehe, durch die ich nicht sollte, kommt der Part schon auf eine absolut gute Länge. Kann ja dann auch noch ein bisschen was rausschneiden, so ein paar Fails, ein, zwei Fails schneide ich dann bestimmt noch raus, die halt zu peinlich sind, wenn ich halt so fünfmal an derselben Stelle sterbe, dann ist ja, lasse ich halt nur die zwei besten Reihen drin, versteht ihr, was ich meine? Ich werde euch jetzt keinen Fail komplett rausschneiden, aber wenn ich an dieser Stelle hier zum 10. Mal sterbe, ich würde sagen, dann lasse ich dann so das ab dem 5. Mal so irgendwie was raus. Versteht ihr, wie ich meine? Oh, wieder diese Stelle hier. Ich liebe die. Ja. Für alle Leute, die denken, Mario ist ein Kinderspiel, die sollen sich mal den ersten, die Virtual Console Sache von Mario Bros. Antun. Hm? So viel zur Kindersache. Und so bei Blau dann losspringen. Bei Rot am besten schon loslaufen, oder? Geronimo! Geronimo! Ah, ich bin drüber. Alter Schwede. Ich bin drüber. Nein. Du kratzt da nicht ab. Nein, Mario, nein. Nicht hier. Alter. Nicht an dieser Stelle. Und da geht's dann weiter mit diesen Blöcken hier. Nee. Was wollen die hier von mir? Was verlangt? Nein, nicht im Ernst. Im Ernst. Das ist nicht dein Gustav, oder? Der war gut. Nee, der war scheiße schlecht. Komm, vorbei da. Vorbei an dem Wumms-Dingens. Okay, ich schaff's schon weiter. Jetzt Konzentration. Was soll denn diese Formation dort? Stoppana ist der Scheiße. Wenn es bei Rot ist, rausspringen. Und jetzt. Oh, Mai. Könnt ihr mit mir mitfühlen? Wie es sich anfühlt. Ich hab's geschafft. Ich glaub's nicht. Puh. Ha. Da ist die Starkeulen. Ach du Schande, wie soll ich denn da rankommen? Und ich bin klein. Ich muss schnell mal rüber hier. Ha! Ich wäre sowieso gestorben. Irgendwann hat man es raus, dann schafft man es auch. Irgendwann nach dem 10. Versuch kennt man die Sachen auch. Ha! Da wäre ich fast runtergefallen. 2 Versuche habe ich noch, also genau genommen 3. Oh, da ist er weg. Und den habe ich weg. So, das schwere Dings hier drüber. Ich glaube, da ist gleich die Zielflagge. Das ist doch einmal eine Motivation für mich. Oh, da hoch und da hoch. Ah, weiter als jemals zuvor. Naja, gut. Da noch nicht lang. Warte. Jetzt! Nein, eigentlich nicht jetzt, aber huha! Ha! Die Dinger sind auch hier gemein. Die scheuchen einen quasi darunter. Huha! Ich bin drüben! Und jetzt killt mich der Typ hier. Das wär's. Ich sehe schon, ich riech schon die Zielflagge. Ich riech sie schon. Jetzt kratze ich hier garantiert nochmal ab. Da habe ich es gesagt. Zielflagge, ich komme! Geronimo! Ah!
Ein Versuch habe ich noch. Das wird nichts. 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 Wie lange ist der Part schon? Können wir den schon beenden? Können wir den an dieser Stelle abschließen? Können wir damit jetzt aufhören? Können wir den einfach so stehen lassen? Können wir das dann in der nächsten Aufnahmesession weitermachen? Können wir das im nächsten Part reinpacken? Können wir das so tun? Nein, nicht. Absolut nicht. Die Regie sagt, ich muss noch ein bisschen, ich muss noch mal, soll mich mal nicht so, soll mal hier den Arsch aus dem Sitz bekommen und mal endlich mal ein bisschen was machen. Streng mich an! Na komm, komm Zwergi. Wenn du dieses Level nicht schaffst, dann gibt's nichts zu Weihnachten. Von dir selbst. Ja. Dann schenke ich mir selbst nichts zu Weihnachten. Und was für eine Drohung. Und was eine Drohung. Ich krieg Angst. Na komm. Ah! Zack. Knappe Sache. Mit zwei Versuchen, beziehungsweise drei hier an den... Ja, okay. Konzentration. So sind wir wieder hier. Sind wir wieder da. Tralala. Sind wir wieder da. Tralala. Sind wir wieder an diesem Ort. Dumptidum. Sind wir wieder da. Tralala. Weil sich Ort auch auf dumm reimt. Irgendjemand schneidet mal so ein Remix draus. Bitte. Für den Oliver Music, für den bin ich noch ein bisschen zu unbekannt, oder? Ja, der macht das noch nicht für mich. Ich bin nicht Gronkh und auch nicht Paluten. Schade eigentlich. Deswegen öfters das mal in meinen Videos. Müsst ihr mal aufmerksam zugucken und dann hört er mich eventuell an einigen Stellen mal ein bisschen Freestyle rappen. Das Wort rappen kann ich gar nicht aussprechen. Rappen. Was soll's? Hier mein Lieblingssong von Gronkh hier. Ich werd bekloppt. Ich werde bekloppt. Das ist von Gronkh, das dürft ihr nicht remixen, das gibt's schon. Ich muss mir was selbes, was einziehen, was individuelles ausdenken. Und ich bin gleich wieder Game Over. Ja, das Game Over Schild, das haben wir schon öfters gesehen. Das kann ich nicht normal als Thumbnail nehmen, das habe ich schon benutzt. Huha, knappe Sache. Komm, lass mich doch bitte lass mich einmal in die Zielflagge springen hier. Muss nicht mal golden sein. Ich gebe mich auch damit zufrieden. Huha, das war doof. Ich werd bekloppt. Ich werd bekloppt. Hör auf, Gronkh zu zitieren und mach weiter. Sollte hier nicht irgendwann mal ein Hilfsitem kommen? Die könnte ich sehr gerne gebrauchen. Das hätte ich jetzt gern so. Dieses Flaggen-Item hier, dieses P hier, mit dem Flügel zur Zielfahne eilen kannst. Die Starcoins, die sind mir dann relativ wurscht jetzt schon mittlerweile. Ich meine, ja, komm, hol ich mir Offscreen halt irgendwie. Ich weiß, ich bin Offscreen genauso blöder dran, aber da habe ich zumindest nicht den Druck von der Aufnahme. Dass der Zeitrahmen auch irgendwie eine Rolle spielt. Da kann ich halt ohne Stunde dran sitzen und den Kack hier machen. Ohne irgendwen damit zu nerven. Das ging doch easy popeasy hier. Beim ersten Versuch bis hier. Na komm, lass uns das auch beim ersten Versuch schaffen. Das wird wohl nichts. Und beim zweiten Versuch. Da schneidet das dann so zusammen, dass das der erste Versuch war. Nee, komm, das wäre
Böse. Das müssen wir jetzt mal so machen. Dann wäre es ein Versuch. Ja. So zurechtzuschneiden. Da müsst ihr aber auch so quatschen, als würde ich da, würde es der erste Versuch sein. Dann muss dann noch dementsprechend, darf ich jetzt hier halt nicht sagen, ich schneide es wie der erste Versuch. Und wer weiß ich, dass das der gelungene Versuch ist. Das kann man ja nicht wissen hier. Ich hoffe, ihr fühlt euch unterhalten von meinen Fails. Weil mehr kann ich euch gerade wahrscheinlich doch dann auch nicht geben, bieten. Ich hoffe, ihr habt Zeit, mir zuzugucken, wie ich hier immer an denselben Stellen fehle. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Ich hoffe, ihr habt jetzt keinen Termin, weil ansonsten, ja. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Termin. Und das wäre... Nee, ich glaube, ich habe keinen. Glaube ich natürlich nur. Das wäre natürlich Sache, die... Wäre jetzt nicht so gut, wenn ich einen Termin wegen hier Mario überziehen würde. Das könnte ich natürlich jetzt nicht machen. Das wäre ein bisschen unverantwortlich. Oha. Und wie diese Stelle hier, die ist so asozial, diese Stelle hier. Scheucht mich ja quasi hier runter. Oh, und ich bin drüben. Nice, Herr, da ist Herr. Ja, ist von Herrn Bergmann geklaut. Ich weiß, ich habe mich selbst mal bei den Let's Play Marks beschwert. Das ist nice, da ist er benutzt. Das sei doch von Herrn Bergmann geklaut. Ist es im Prinzip ja nicht, aber... Ich bin schon wieder Game Over. Ich dreh mich mal an hier. Nicht disliken, weil ich es hier nicht geschafft habe. Däumchen drücken. Drückt mir das Däumchen, dass ich es schaffe. Na komm. So viel Energie hier, so viel Aufwand, so viel. Allein schon daran, dass ich das hier zum 100. Mal versuche. Zum gefühlt 100. Mal. Komm. Schneid das auch garantiert nicht raus. Ich lasse das. Soweit es geht drin. Ich komm. Eine treue Zuschauer seid, leidet ihr mit mir. Kämpft mit mir und macht das hier mit mir. Dieses Level. Ich kann es verstehen, wenn ihr schon abgeschaltet habt. Das ist bei diesem Part wirklich nicht schlimm. Das ist verständlich, das kann ich verstehen. Wenn ihr euch denkt. Nee. Nee, ohne mich, das wird mir hier zu viel. Also ich hätte schon abgeschalten, also wenn ich nicht aufnehmen müsste, wenn ich das jetzt hier, ja, ich bin natürlich am Arsch hier. Ihr könnt abschalten, ihr könnt sagen, nö, das schaue ich mir nicht an, aber ja, ich muss das hier weitermachen. Ja, also wenn ihr nice seid, macht da auch mit. Das wäre dann, ja, gemeinsam Leid geteilt. Gemeinsam mitgegangen, mitgefangen, würde ich sagen. Komm, das kriegen wir hin, gemeinsam. Bist du ein treuer Abonnent, dann bleib hier. Bleib hier, unterstütz mich. Auf Zwergi. Will ich jetzt in den Kommentaren sehen. Anfeuern. Auf. Du schaffst das. Ich kann sie schon hören in den Kommentaren. Das feuert mich ordentlich an. Ja. Pustekuchen. Da wird kein einziger Kommentar stehen. Pustekuchen. Ja, meine Kommentarschreiber, die sind sehr faul. Ich meine natürlich Community. Kommentarschreiber gibt es ja kaum. Nix gegen dich. Kitty, the Luigi-Fan. Kitty schreibt auch ab und zu mal was. Aber das sind meine beiden Kommentarschreiber, die mal ab und an was schreiben. Kitty eher weniger, aber... Wir hatten letztens was geschrieben, das war ein neuer hier, dazugekommen ist. Soll es auch noch geben, dass wir dazukommen und sich einbringen?
Noch ein Versuch. Okay. Nur langsam wird es dann irgendwann mal langweilig hier. Ich rede auch schon über andere Sachen. Ich rede auch hier schon off-topic. Wenn ich anfange off-topic zu reden, dann könnt ihr auch schon wissen, hier Mario spielen off-topic reden. Das heißt dann immer nichts Gutes. Das heißt schon mal vom Prinzip aus nichts Gutes. Pokémon spielen ist okay. Da gibt es manchmal Kampfphasen und sowas, wo man halt ja doch auf der Route mal Zeit hat zu reden. Aber Mario spielen, Real Talk, das ist kein gutes Zeichen für die Let's Play Sache. Und rüber hier, komm, Kontenance. Ich geb's auf. Leute, ich schmeiß es hin. Ganz ehrlich, das ist den Aufwand dann auch nicht wert. Da ich da auch keinen Bock mehr drauf. Hier habe ich noch eine Starcoin, die können wir vielleicht noch suchen und finden. Die haben wir im letzten Part nicht geschafft. Das kleine Trostpflaster hier vielleicht, dass ich den Part noch nicht geschafft habe, dass ich das jetzt hier nicht 3 Levels geschafft habe, nicht mal 2 Levels gemacht habe. Jetzt hier vielleicht die erste Starcoin. Die könnte ich ja vielleicht unter Umständen hinkriegen. Auch wenn die Zeit hier sehr knapp ist und das Problem ich schon im letzten Part hatte, dass ich es nicht geschafft habe. Vielleicht kriegen wir es ja mal hin. Ach ja, die Fehlparade im letzten Part. Wer hat das gesehen? Wer hat mir zugeguckt? Starcoin! Starcoin! Das wird wieder ein Fail hier, oder was? 14 Sekunden. Und keine Uhr. Natürlich wird das ein Fail. Los, da rein! Das ist eine nächste Uhr hier. Komm, eine Uhr, bitte eine Uhr. Mann. Es wären noch nicht genug Fails hier. Unpaut. Ist auch heute irgendwie die letzte Zeit hier so mit Fails. Mach ich ganz gerne in letzter Zeit. Ja, Zeit ist hier ein gutes Wort. Und ich springe hier mal hier rein. Wieso springt man denn hier rein? Das vergeudet doch schon Zeit an sich, da rein zu hüpfen. Da runter, 16 Sekunden, komm, hol dir die Uhr. Und da drauf, da unten ist noch eine Uhr, die heben wir uns auf. Wir schaffen es auch so. Sehr mutig, aber schaffen wir doch nicht, oder? Uhr, huha. Auch wieder knapp, aber hier eine Uhr, nein, keine Uhr. Wie denn das? Eine Uhr. Oh, und jetzt hier das Ding, ganzen Stress hier weiter. Ich brauche jede Menge Uhren, um zu bestehen. Hops, komm, die erste Starcoin haben wir jetzt. Müssen wir nur noch die Zeit überleben. Schneller als die Zeit sein. Jetzt wird's sehr knapp. Oh, ha, knappe Sache, sehr knappe Sache. Zielflagge. Zeit da hoch und hops, Goldene fahren noch. Zack, perfekt. Haben wir auch noch eine Starcoin geholt in diesem Part. Hui. Haben wir das auch noch ausgebügelt im Part? So haben wir jetzt zumindest S3 vollständig bis hierhin. Vergiss nicht, eine Pause einzulegen, wenn du müde bist. Ich bin zwar nicht müde, aber ich lege jetzt eine Pause ein. Das ist ganz richtig Peach. Die da unten im grünen Feld. Ich habe jetzt einfach keinen Bock auf dieses Ding. Ich mache im nächsten Pass dann das noch ein bisschen und dann das Level hier, was dort auch kommen mag. Das gucken wir im nächsten Level nach und dann gucken wir noch, wie wir den Part nächsten ein bisschen füllen und dann, ja, ich mache jetzt einfach Schluss. Däumchen nach oben soll es euch irgendwie gefallen haben. Ein Däumchen drin lassen, wenn ihr das Däumchen gedrückt habt. Danke dafür. Bis dann. An alle, die mich angefeuert haben, ihr seid die Besten. Fühlt euch direkt jetzt angesprochen. Du bist der Beste. Du bist ein richtig geiler Abonnent. Weiter so. Ja, und dann hab noch einen angenehmen, fröstlichen Tag. Gehab dich wohl und hau rein. Bis zum nächsten Part Mario 3D Net mit dem Zwangfrost. Ciao, adios.